Von der Straßenseite sieht man zunächst nur ein respektables Gebäude im barockisierenden Jugendstil der Jahrhundertwende. Und dahinter seit einigen Tagen fast gar nichts mehr. Das Pumuckl-Haus war einmal. 1899 gebaut, hat es einst als Stall- und Remisengebäude für Kutscher und Pferde der Herrschaften aus dem Vorderhaus gedient. Feuchtigkeit und Schwamm hatten die Bausubstanz zerstört. Für viele Münchner Kinder war das kleine Jugendstilhaus, dessen Fassade man nur oberflächlich für die Dreharbeiten renoviert hatte, ein regelrechter Wallfahrtsort. Das Team der Fernsehserie beim Abschlussfoto am letzten Drehtag in der Woche vor Ostern. Insgesamt 7 Jahre lang hatte man hier im Pumuckl-Haus, wenn auch mit Unterbrechungen, gedreht. Hier entstand eine der aufwendigsten Produktionen in der Geschichte des deutschen Fernsehens. So wirst du ein guter Sänger, also da weiß ich was Besseres. Du machst da neue Draht hin und ich wundere meine Nägel. Frage an Regisseur König und Hauptdarsteller Bayerhammer: Hat man nach 7 Jahren Zusammenarbeit genug vom Pumuckl und genug voneinander? Wir mögen uns immer noch, wir haben es nachgerechnet, wir haben jetzt 360 Tage zusammengearbeitet, also ein gemeinsames Jahr verbracht, verteilt auf einige Jahre. Und wenn man immer noch gerne gemeinsam essen geht, sich mittags zusammen an einen Tisch setzt, abends manchmal auch noch miteinander telefoniert, dann ist das auch eine sehr erfreuliche... Wenn man sich mitten in der Zeit wieder mal trifft, weil man sich schon so lange nicht mehr gesehen hat, dann ist es recht positiv. Eine schöne Geschichte ist uns beim ersten Mal passiert, das wird uns jetzt wieder passieren. Wir sind beide wochenlang noch instinktiv hierher gefahren, obwohl wir hier gar nicht mehr gearbeitet haben. Und wir werden uns sicher jetzt demnächst anrufen und sagen, du stell dir vor, ich bin aus Versehen in die Wiedenmeierstraße gefahren zum Pumuckl-Haus.